Interessant, was haben wir hier Schönes? Sweet. Okay, da sind wir wieder zu meinem Gang. Ich habe unterwegs am Kompass gefunden, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich habe natürlich ein bisschen live gesammelt. Durch ein paar Gegner. So, und jetzt können wir auch hier lang. Hier geht es ja, wie ihr wisst, Richtung Dungeon Boss. Nochmal total epischen Fallen vorbei. Oh, da ist schon mal ein Stück meines Lives weg. Also ein kleines minimales Stück. Und wir müssen jetzt erstmal den. Das kleine Ding hier zum Schalter transportieren. Wenn mich nicht solche Viecher nerven würden mit ihren Lasergeschossen. So, ja, jetzt muss ich noch mal letztes Mal vor dem Boss das Ding hier benutzen. Die Gitter zu wechseln. Okay, weg mit dem Gewicht. Das brauchen wir nicht mehr. Und die letzten Gegner. Bams! Bams! Und nochmal Rubies und sagen, wir gehen zum Boss oder gucken wir mal, ob hier was drin ist. Ja, Pfeile. Pfeile werden brauchen. Und hier vielleicht noch was Nützliches? Nein. Doch, da! Okay, Flasche. Denn die Fee kann uns das Leben retten. Okay, sweet. Damit haben wir, glaube ich, alles. Pfeile müssen wir, glaube ich, nochmal ausrüsten. Ja, Pfeile und den Stab. So, dann gehen wir einfach mal in den Bossraum. Des Zeitschreins. Spinnenstatue am Mogma. Leute, darf ich euch vorstellen, das ist der Boss des Zeitschreins und wir müssen uns nach dem Licht orientieren, denn Ort fällt sie runter, sie kann uns mit Laserstrahlen von oben bearbeiten. Übrigens, während sie runterfällt, müssen wir ganz schnell die Statue da hinten aktivieren. Na komm. Mist. Ich glaube, war zu spät, ja. Ja, ist zu spät. Weil dann müssen wir mit der Statue auf sie draufkloppen. Und sie dann diese Art und Weise treffen. Ah, Mist. Da war die Fee schon weg. Warum auch immer. Ja, getroffen. Und BAMS!
So, natürlich ihr folgen und schon mal den Bogen schussbereit halten. So, jetzt lässt sie natürlich noch Spinnenkinder auf dem Boden los, die wir einfach mit dem Schwert zerstören können, die uns auch live und Pfeile geben. Und zum Glück nicht ganz so viel abziehen wie die große Spinne. Okay, die da drüben sich befindet. Wir zücken den Bogen und gucken, wohin sie will. Okay, sie ist dort. Ja, getroffen. Und BAMS! Treffer Nummer 2. Schnell weg. Der Boss, muss ich sagen, erinnert mich etwas sehr an den ersten Boss aus Ocarina of Time. In dem Baum, die große Parasitenspinne. Wie gesagt, es ist ein verdammt epischer Kampf. Ja, jetzt fängt sie an, von oben zu schießen, während... Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich die 4 verloren habe. Das Ding zieht volle Kanne ab. Oder Moment. Lag es vielleicht daran, dass wir jetzt irgendwie noch die Zora-Rüstung anhatten? Falls ja, dann will ich die sofort lieber ausziehen, denn... Oh, das habe ich gesehen, Freundchen. Das kriegst du gleich wieder. Das ist ja dann unsweet. Ich muss sagen, die Zora-Rüstung macht mir ganz schön oft Instant-Kill. Gefällt mir nicht wirklich. Ich hoffe, es liegt jetzt nur an der Rüstung. So. Dann haben wir das schon mal wieder erledigt. Und gehen über zur Runde 2. So, Tür ist wieder offen. Ist klar. Können wir die Katzen überspringen? Ja, können wir. Gut, okay. Runde 2. So. Und Bams. Gucken, wo sie hin will. Jetzt wird sie gleich die Reihe rausholen, bestimmt. Ja, jetzt macht sie die Phase. Mit ihren ganzen Spinneiern. Die wir uns gleich zerstören können, wenn wir in der Mitte stehen. Das ist eine gute Taktik. Ich lasse mich lieber nicht vom Strahl treffen, um zu gucken, ob das Instant Kill macht. Na, wo willst du hin? Also, okay. Ja, getroffen. Bams und Bams. Spür meine Feuerfaust. Oder eine Steinfaust, was auch immer.
Ja, wir können es wieder Richtung Mitte postieren, denn ich weiß, was sie gleich wieder vorhat. Genau das hat sie aber jetzt ein bisschen anders platziert. Okay, also benutzt sie nicht ständig die gleiche Position dafür, aber sie wird gleich ihren Strahl losschicken, deswegen gehe ich schon mal in Deckung. Okay, beobachten, wo sie hin will. Und so wie sie aufmacht, rein mit dem Pfeil. Yes! Ich dachte zwar kurz daneben, aber ich habe doch mal getroffen. So, Bams und Bams. Das waren jetzt drei Treffer. Ich glaube, das war Phase 1 gewesen. Tja, ganz so einfach ist es nicht. Es kommt nämlich nur Phase 2. Und dies muss ich sagen, recht funny, denn ja, es ist das Auge mit der Spinnendrummung. Das ist die funny Phase Nummer 2, Leute. Und ich muss sagen, ich finde diese Phase irgendwie lustig. Denn ja, jetzt können wir einfach unseren Morgenstern das Vieh zerkloppen. Beziehungsweise auch nicht. Na komm. Bams, volle Schneise geschlagen. Die Musik könnte dazu gerade gar nicht besser sein. Natürlich geht es doch ganz einfach, indem wir einfach mit dem Pfeil und Bogen bearbeiten, bis sie halt endgültig aufgibt. Also gut, wir haben jetzt drei Spiegelscherben. Fehlt nur noch eine. Lucky, du hast doch diese Monster gesehen, oder? Die böse Kraft, die in diesen Scherben steckt, ist immens gefährlich. Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Also, Waggy, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Komula, wo die letzte Scherbe sein soll. Naja, und ich weiß schon, dass das der Dungeon sein wird, den ich abgrundtief hasse, denn... Ja. Jetzt kommt das, was ich schon weit vor Anfangs Let's Plays gemeint habe. Jetzt kommt nämlich mein Hasslevel, und zwar... die Wolkenstadt. Ich kann dich von hier wegbringen, aber du bist auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Ich freue mich gar nicht auf die Stage, aber ich muss es tun. Es gibt natürlich vorher noch was zu tun, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Vorher gibt es noch ein paar kleine andere Sachen zu tun. So, alles was ich jetzt noch mache, ist nach draußen gehen, um zu schauen, ob irgendwas passiert. Beziehungsweise rollen wir uns nach draußen und verlassen diese wunderschöne Zitadelle der Zeit. Und kehren in die Wirklichkeit zurück. Gute Arbeit, mein Freund. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Ist der Kopierstab, den du im Schrein gefunden hast.
Aber das Ding ist schon ziemlich alt. Wahrscheinlich hat es seine magische Kraft inzwischen verloren. Ach, was soll ich nur tun? Dabei dachte ich, wir könnten endlich in die Wolken zurückkehren. Noch dazu habe ich diesen magischen Zauberspruch vergessen. Da kann man wohl nichts machen. Vielleicht sollte ich zunächst die Statuen suchen, die auf den Kopierstab reagieren. Also gut, so werde ich es machen. Also dann, ich bin auf dem Weg. Bis bald. Oh, hey, was hat die denn jetzt mit dem Kopierstab gemacht? Die ist weg. Schätze, dieses blöde Teil, ja, da stimme ich dir zu mit, ne? Ist nur ein weiteres nutzloses Item. Ach so, ja, ich dachte, du meinst jetzt. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. In unserem Gepäck. Aber viel wichtiger ist, was sollen wir als nächstes tun? Hat sie gerade gesagt, sie will zurück in die Wolken? Letzten Spiegelscherbe ist doch auch in den Wolken. Wenn man es schaffen würde, in diesem Kopierstab seine Zauberkraft zurückzugeben, könnte er vielleicht noch zu etwas Nütze sein. So, die Suche nach den Statuen. Das wird unsere Aufgabe für die nächste Session von Twilight Princess. Und ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Euer...